Moin bei Camping mit Stammi. Heute bauen wir eine Maxvan Deluxe ein. Im Reisemobil von meiner Verwandtschaft, dem Bobby. Und wenn ihr wissen wollt, wie das geht, nach dem Intro geht's weiter. Dranbleiben. Die Dachluke soll ausgebaut werden. Darunter befindet sich das Bett und dann werde ich zwischendurch immer mal wieder filmen, wie es gemacht wird. Hier, ich habe schon mal den Rahmen losgenommen. 12 liegt schon an. 12 Volt liegt schon an. Sprachfehler, ganz klar. Samstagmorgen. Das Gute ist, jetzt müssen wir bloß noch gleich ausmessen mit dem Messgerät, wo 12 Volt ist, ob auch braun oder schwarz. Das je nach Hersteller, da kann man nichts drauf geben manchmal. Und ja, wie gesagt, 12 Volt liegt an, da brauchen wir kein Kabel verlegen, weil da schon so ein Dachventilator drin ist. Aber der ist defekt und darum, weiter geht's. So ihr Lieben, ja, Sonnenbrille auf, weil das Weiße mit der Sonne, das prallt ganz schön. Die Dachluke kommt jetzt drauf. Dann habe ich einen Trick gesehen im Internet. Ob das funktioniert, wir werden es sehen. Naja, alles gut. Geil, funktioniert wirklich. Ja. Pinseln oder haben schon angefangen, hier die Silikonfläche zu reinigen. Wir haben hier mit einem Pinsel was auf dem Silikon drauf. Dann können wir den Silikon, genau richtig. Das Silikon, das alte, beziehungsweise Dekalin oder Sikaflex, was da verwendet worden ist, seinerzeit abmachen. Und so reinigen wir alle schön kriegerisch, damit wir nachher eine schöne saubere Fläche haben. Die Maxvan Deluxe aus und dann, ja, Gizmo, für dich ist es nicht. Und ja, schauen wir mal, was alles drin ist und wie es zusammengehört. Ja, später erzähle ich euch noch, wo wir es gekauft haben. Unbezahlte Werbung. Den Rahmen von oben, den wir auf dem Dachdeck kleben und den Unterrahmen. Also wir werden eine Jalousie verbauen, eine Verdunkelungsrinne mit Fliegennetz. Also wir sehen uns, wir nehmen kein Dekalin oder unsere Tube, sondern wir nehmen das Kulturband auf Rolle. Die erste Lage ist drauf, jetzt kommt die zweite Lage und dann setzen wir den Rahmen ein. Auf geht's, wir gehen wieder aufs Dach. So, setzen jetzt mal den Rahmen ein. Auch ohne dass das Silikon verklebt. Ja, einfach irgendwie gucken. Wenn das hier zum Kopf geht, gut drauf passt. Wunderbar, das passt auch von der Länge und Breite.
McLaren aufschrauben. Kabel nach unten durchhängen lassen. Einsetzen und hier mit den vier Schrauben verschrauben. Vor allen Dingen vorsichtig anschrauben, es sind nur leichte Blechkammern und Klammern dahinter. Und wir machen jetzt vorne weiter. Hier oben sind wir fertig. Ah ja, die Folie muss rein. Wir haben es von unten eingebaut, Plus- und Minuspol angeschlossen, ausgemessen, Strom drauf gemacht und dann schauen wir mal, was die Fernbedienung sagt. So, los geht die wilde Fahrt. Jetzt saugt er raus, dann kann man hier umstellen, nach außen, nach innen, also Air out, Air in, Raumtemperatur anstellen auf Automatik. Ja, ihr Lieben, die Maxwell ist drin. Mit Jalousie haben wir noch nachgerüstet. Und ja. Wir haben jetzt gebraucht, weil der Strom schon da lag, gute anderthalb Stunden. Das alte Dachfenster ausbauen, die Maxwell einbauen, mit abdichten. Ja, hat gut geklappt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Abo da, Daumen hoch. Kommentare würde ich mich drüber freuen. Auch schlaue Kommentare, die gibt es ja auch hin und wieder mal. Nächstes Video weiß ich noch nicht, was kommt. Mal schauen. Ja, wie gesagt, alles selbst gekauft. Das war jetzt von meiner Familie eingebaut im Wohnmobil. Und ja, wir haben es gekauft bei Rauhardreisemobile in Westerstede. Sehr zu empfehlen, der Shop. Sehr freundliches Team. Man bekommt immer Hilfe, Rat und Tat. Auch das Werkstattteam. Total genial. Und ja, in diesem Sinne. Schönen Tag noch, munter bleiben und bis zum nächsten Mal. Euer Stammi. Ciao. Habe ich gesagt, Daumen hoch? Daumen hoch nicht vergessen. Tschüss.